Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Saphir und erstens, mit meiner Erkältung hat sich's immer noch nicht gebessert, beziehungsweise ist schon besser geworden. Gestern ein heißes Bad, das hat mir gut getan. Und zweitens, ich nehme das um 19 Uhr auf, da ich einfach keine Zeit habe. Und außerdem, unglaublich, die Stadt, die hat zwar 76 Einwohner, aber das Pokémon Center ist so leer. Anscheinend steht man hier nicht so ganz auf Heilung. Gut, wir wollten ja noch hier die Stadterkundung machen, beziehungsweise wir sprechen mal wieder mit niemandem. Die meisten Einwohner leben ja eh in der Stadt, das ist natürlich absolut berechtigt. Was haben wir hier? Topschutz, wundervoll. Brauchen wir aber nicht, weil wir haben ja schon im letzten Part dafür gesorgt, dass wir eher wunschlos glücklich sind. Jo, also was gäbe es denn großartig zu machen? Also auf jeden Fall hier wieder die Aqua-Rüpel, die können es einfach nicht lassen. Jo, wir haben ja alles geheilt praktisch. Gibt es hier noch irgendwie... Nein, das meinte ich nicht. Ich wollte damit wissen, ob... Ja, es lohnt sich keinen Sonderbonbon einzusetzen. Haben wir überhaupt das... Jo, Sonderbonbon 1, aber das setzt sich noch nicht ein. Jo, das ist alles so wundervoll und wunderschön. Was haben wir hier? Ach ja, Attackenverlerner, ja. Das ist auch äußerst wichtig, aber ich finde es irgendwie ein bisschen blöd, dass er erst jetzt hier vorkommt. Aber wir hatten ja zum Glück, muss man beinahe sprechen, zum Glück in diesem Let's Play keine großartigen Attackenprobleme. Und wir werden auch nicht in dieses Haus reingehen, weil es ist ja absolut Quatsch bei dieser Menge. Und der versperrt den Weg hier, weil man springt aus dem Wasser. Hä? Was willst du? Du störst uns beim Training. Also würde ich vorschlagen, du verschwindest. Was hat er gesagt? Hier weil man, das ist ein Köder. Achso. Und jetzt weiß ich auch, welchen Fehler wir gemacht haben. Wir müssen erstmal wieder nach Grapidport City fliegen. Weil die haben ja was davon erwähnt. Ne, wieso fliege ich nach Malvenfro City? Aber theoretisch in der Mitte liegt eigentlich Malvenfro City. Das muss man immerhin noch sagen. Ja, absolut unnötig, was ich da eigentlich gerade gemacht habe. Jo, also, wenn ich jetzt noch 4 Parts aufnehmen würde, was ja die Gesamtdauer von einer Stunde hat, dann hätte ich noch ein bisschen Zeit um 20 Uhr. Jo, also hier auf jeden Fall, dieser, ist es nicht dieser Professor von damals? Ne, das ist der Captain Brick. Auf jeden Fall, jo, was wollte ich eigentlich jetzt gerade sagen? Ja, es gibt ja hier jetzt, wegen Expedition irgendwas. Ja, genau, wir haben vor, unsere Expedition weiter fortzusetzen. Oh nein, ich schon wieder die... Das ist wunderbar, Captain Brick. Vielen Dank, dass Sie trotz Ihres völlig... Ihres vollen Terminkalenders Zeit für uns gefunden haben. Wir hoffen, Sie bald wieder in neuen aufregenden Funden interviewen zu dürfen. Wir verschwinden jetzt hier. Puh, das war das erste Mal, dass ich für eine Fernsehsendung interviewt wurde. Ich war vielleicht nervös. OLP, gut siehst du aus. Wir haben... bei unserer letzten Tiefsee-Expedition eine großartige Entdeckung gemacht. Wir haben auf der Route 128 oder 128 eine Unterwasserhöhle entdeckt. Wir glauben, es ist die Höhle eines Pokémon, das schon lange ausgestorben ist. Captain Brick, nehme ich an. Wir vom Team Aqua werden das U-Boot in unsere Gewalt nehmen. Eure Einwände sind bedeutungslos. Wir erwarten absolute Kooperation. Mal sehen, was ihr zu den Plänen von Team Aqua sagt. Was soll das Ganze? Sieht aus, als benutze jemand ein Megafon. Wo kommt das her? Das kommt von der Anlegestelle. Das U-Boot, jemand versucht es zu stehlen. LP, bitte komm mit mir. Ja, da muss ich noch so ungefähr überlegen, aber ja, ich komme nicht dran vorbei. Du tust mir so leid. All die Mühen, um mir im Pyroberg bisher zu folgen. Und nun niemand kann uns stoppen. Niemand. Oder willst du uns etwa in unser Versteck in Seegras Old City folgen? Warum? Warum soll Team Aqua mein Tiefsee-Forschungsboot 1 stehlen wollen? Aber das heißt ja theoretisch, dass es außerdem noch ein Tiefsee-Forschungs-U-Boot 2 gibt. Wieso benutzt du das nicht einfach? Oder nein, ich verstehe es. Sie können doch nicht hinter dem schlafenden Pokémon am Meeresgrund her sein. Selbst wenn ich sie verfolgen würde, ich hätte keine Chance gegen sie.
Ach ja, wirklich? Stimmt das? War dein ganzes Leben nur eine Lüge? Vor allem ja, diese Musik, die macht mich ganz kirre. Naja, komm. Dann fliegen wir eben nochmal zurück, weil jetzt anscheinend die Walmers endlich begriffen haben. Jo. Eine schöne Tanzmelodie, muss ich dazu sagen. Finde ich schön. Was, die sind immer noch? Hä? Das finde ich jetzt aber relativ seriös, dass die Walmer immer noch da sind. Ich habe selbst mit dir gesprochen. Oh mein Gott, ich weiß doch nicht, wo es hingeht, Leute. Oder ist jetzt ein Spielfehler? Das kann ich mir doch unmöglich vorstellen. Da fliege ich halt nochmal nach Dingen. Nee, oh, schon, ich habe mich schon wieder in der Stadt vertan. Aber auf jeden Fall, Leute, putze ich mir diesmal nicht mehr so häufig die Nase, weil, wie gesagt, das Bad gestern hat mich total kuriert. Ich weiß auch nicht warum, aber das musste einfach sein. Muss ich etwa noch mit dem Kerl sprechen da drin, oder was? Warum soll ich, ja. Jo, was tun? Wenn doch, da... Ich meine, wir haben doch alles gemacht. Oder können wir an denen mal vorbeifliegen? Ich weiß es nicht. Oder vorbeischwimmen, eher gesagt. Weil ihr seht, man kommt nicht voran. Es ist zweifellos wahrscheinlich ein Spielfehler vielleicht. Ich weiß es nicht, ob es ein Spielfehler ist, aber ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt. Selbst Rubin ist schon wieder ein gefühltes Jahr her. Jo, man kann nicht vorbeischwimmen. Aber vielleicht taucht jetzt ja auch die Höhle auf. Wahrscheinlich ist die Höhle einfach davor gesetzt, wer weiß. Ach so, da ist ja die Höhle. Ja, wer hätte es gedacht? Die verschwinden erst, wenn man hier fertig ist. Sorry, Leute, ich habe halt nur wieder das Schlimmste befürchtet. Auf jeden Fall, das ist jetzt das Aqua-Hauptversteck. Das sind allerdings nicht die letzten Aqua-Rüpel, die hier lauern, oder doch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es ein Smaragd anders. Ich sollte auch mal wieder Smaragd durchspielen, aber ich möchte einfach den Spielstand nicht löschen, weil der einfach so perfekt ist. Das war nicht das erste Pokémon-Spiel, das ich jemals durchgespielt habe. Wollte ich nur noch mal so an der Stelle erwähnen. Ich möchte jetzt damit nicht angeben. Jo, und es könnte sein, dass ich zu schnell spreche. Dafür möchte ich mich auch entschuldigen, aber... Was gibt es denn hier so Großartiges zu sagen? Und außerdem ist es keine Schulpräsentation. Unglaublich, dass du dazu noch was sagst. Auf jeden Fall ein bisschen blöd finde ich, dass man sich hier nicht per Turbo-Treter bewegen kann. Weil für mich ist das einfach zu lange. Hier bekommt man übrigens auch den Meisterball. Einmalig. Man kann zwar noch einen bekommen durch die Lotterie. Aber ich habe schon, glaube ich, angekündigt, dass ich Lotterie nie wieder spielen werde, weil es ist einfach nur blöd. Finde ich persönlich. Und hier denke ich mal, dass ein Item versteckt ist. Jo, das sieht halt so aus. Weil hier kann man übrigens auch nicht schwimmen, das ist einfach nur so Gestaltung. Wie auch immer hier der Architekt war. Jo, hier wird da wieder mit Teleportern rumgespielt oder zum ersten Mal im Spiel eigentlich. Finde ich jetzt eher. Jo, finde ich kindisch, dass das auf dasselbe Prinzip herausläuft wie schon damals vor ein paar. Wobei gibt es eigentlich in jedem Spiel Teleporter, das muss mir mal auch jemand beantworten. Ich denke mal schon, aber naja, man weiß ja noch nicht, ob es das auch in Pokémon X und Y gibt. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich schon was zum Let's Play von X und Y gesagt habe, aber
Ich denke mal, das wird sich auf kein Let's Play herauslaufen. Vor allen Dingen nicht am Release. Ich denke mal, es wird wieder der erste Release sein, wo ich seit Pokémon Schwarz und Weiß, wo ich mir wieder nur eine einzige Edition kaufe und die zweite Edition dann im Nachhinein. Weil ich denke mal, dass die Kosten da schon ein bisschen meinen aktuellen Rahmen sprengen würden. Und ich bin jetzt nicht gerade für meine Investitionen bekannt, die ich da immer wieder so treibe. Weil es ist nämlich so, ich habe mir nämlich gerade erst New Super Luigi U vorbestellt. Das Let's Play von mir, oder das Let's Fail eher gesagt, wird wahrscheinlich schon längst ein alter Hut sein. Verdammt nochmal. Blödes Tele. Das ist auch so eine unnötige Sache. Interessant. Fand ich dieses Geräusch, das nervt so. Dermaßen. So. Wundervoll. Gut, hier sind 4 Pokébälle. Darunter ist natürlich sehr wahrscheinlich, wenn so eine Menge auftaucht, dass manche Pokémon sind. Ich habe ja Bälle gekauft, oder? Oder? Wollen wir wetten? Elektroball. Das werde ich jetzt versuchen, auf jeden Fall zu fangen, weil es ja nicht geklappt hat mit einem gewissen namens Kecleon, was ich bis heute bereue. Du bleibst aber drin. Mensch, Finale, ganz toll. Gut, es tut natürlich die Chancen verringern, dass wir eins davon kriegen werden. Wenn die alle behaupten müssen, sie müssten sich sprengen. Also Explosion ist kaputt. Einfach, um es so zu übersetzen, man kann es eigentlich gar nicht besser übersetzen, ist die Antwort darauf. Die Antwort ist plausibel. Immerhin. Weil die sind auch, ja, natürlich auch sehr, sehr nervöse Wesen. Aber da war es in Pokémon Gold und Silber schon besser, dass man mehr Pokémon hatte oder mehr von den Dingern hatte. Jo, und eins haben wir auf jeden Fall. Jo. Mit 1,2 Meter dann doch ein... Jo. Nugget und das andere, das ist dann der Masterball. So, wir werden den übrigens für Raikaze einsetzen, da ich hoffentlich Groudon mit einem herkömmlichen Ball fangen werde. Ne, falsch. Ich verwechsel mir das Kyogre, mein Gott. Kyogre. Also ich glaube sogar, dass der Name irgendwie aus dem Griechischen entstammt, weil ich meine, das klingt so. Es klingt einfach so. Und Groudon, das ist eher. Das klingt eher Englisch, weil ich meine, wie soll man das bitte schon ins Deutsch eindeutschen? Aber Kyogre, das klingt wirklich so irgendwie. Auf jeden Fall griechisch. Könnte ja aus der griechischen Mythologie sein, wobei es hat ja eher was mit der Religion halt zu tun, weil wieder diese Sache mit Leviathan und so weiter und so fort. Leviathan und Behemoth und komischerweise dann hat Raikaze was mit so einem Vogel zu tun, diesem Zitzvogel. Jo, das sind eigentlich die einzigen legendären Pokémon, die irgendwas mit einer Mythologie zu tun haben. Weil Lugia und Ho-Oh, das sind ja, die haben ja ihre eigene Legende im Pokémon-Spiel bekommen. Und jo, also ich denke mal, also das sind glaube ich die einzigen legendären Pokémon, die was wirklich mit einer richtigen Mythologie zu tun haben und die sagen immer wieder irgendeinen Tipp, was hier denn so
an schrecklichen Sachen geschehen, die man sich von solchen Räumen erwarten lassen kann. Das wird auch der letzte Kampf für diesen Part sein. Beim nächsten Part machen wir halt diese Festung, sage ich schon, fertig. Ja, Computerklappe schließen. Jetzt habe ich auch vollkommen umsonst geöffnet, da die SD-Karte sich nicht drin befand. Meine Hoffnungen wurden enttäuscht. Na Gott, es ist schon wieder eine Woche her, dass wir in Nürnberg waren. In Nürnberg. Und gut, dass ich nur ein Pokémon hatte. Dann passt es zeitlich hier rein. Also Leute, das war's für diesen Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao.